Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Lasst uns bis Level 20 spielen, damit wir den sicken Paladin-Skin kriegen für Hearthstone. Mein Name ist Scrawly, begrüße euch ganz recht herzlich. Wir sind hier unterwegs und versuchen hier die Fracht des Captains zu erlangen, verschiedene Waffen zurückzukriegen, der Sindorei und irgendwelche Viecher zu kloppen und schlussendlich auf Stufe 20 zu kommen. Ja. So sieht's wohl aus. Boah, gerade einen richtig schönen Crit hier mit 68 gemacht. Sehr, sehr gut. Hier ist noch eine Waffe der Sindorei. Da hinten sind es drei übereinander. Das wäre natürlich cool. Ne, die können wir gar nicht öffnen. Schade. Skelett. Ich glaube, wenn wir dieses Questgebiet hier hinter uns haben, sind wir auf jeden Fall, so wie es aussieht, auf Stufe 10. Allein wenn wir die Quest abgeben werden, sind wir jetzt wahrscheinlich auf Stufe 10. So, der ist jetzt auch tot. Loot, gib mir mehr Loot. Getriebener Raufbold, getriebener Straßenjunge, müssen wir beide töten. Steht hier unten gerade. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Gut, die haben wir jetzt alles so alle weg. Jetzt müssen wir noch die Raufbolde töten. Bist du ein Raufbold? Du bist ein Raufbold. Du alter Raufbold. Schmerzen, nimm die Schmerzen. Zack, und weg ist er. Wir haben jetzt auch ganz schön viel Leinenstoff, so dass es Zeit, dass wir bald nach Ding hier kommen. Nach Silbermond, dass wir das Ganze hier auch mal verwerten können, uns vielleicht unsere eigenen Klamotten stricken hier. Den machen wir jetzt auch noch weg. Ich kann das noch nicht wirken. Ich klopfe dich mit meinem Zauberstab. So. Blauschimmelkäse, das ist natürlich sehr, sehr nett von dir. Dass du uns ein bisschen Blauschimmelkäse überlässt. Dein letztes Mittagessen war das. Zack. Wie viel kriegen wir von dem 73? Ich habe kein Ziel. Zack. Habe ich das gerade richtig gelesen? Wir kriegen von deine 73 EP. Ich kann das noch nicht wirken. Und zack. 43, okay, fast. Ja gut, wenn man dann so von einer Quest so knapp 500 EP kriegt, ist es halt dann doch schon mal ein bisschen stabilerer Wert als jetzt hier die 73 immer nur. Und das Sindorei, da vorne ist doch eine, dann muss ich hier wahrscheinlich hier hochlaufen, bis zu dem hier, bis zu dem Raufbold da. Und die ganzen Waffen da auf dem Weg einsammeln. Bleib mal da, mein Freund. Renn mal nicht so weit weg, du musst dann eh wieder nur hierher rennen. Oh, ein Malachit, schön. So, haben damit jetzt auch den letzten Raufbold schon getötet. Brauchen wir noch eigentlich Kisten? Noch genau zwei. Es steht da oben noch zufälligerweise eine. Ja. Na, ne, steht keine, okay. Dann müssen wir mal gucken, wo hier noch. Was ist denn das hier? Captains Fracht. Ach, da müssen wir noch ein bisschen weiter raus, oder wie? Ja, da müssen wir. Ja, komm, dann machen wir das noch gleich nebenher, oder? Wenn wir eh schon auf dem Weg sind. Wir müssen die Quests ja eh alle da hinten abgeben. Also. Können wir auch gleich noch das Stückchen hier weiter nach hinten laufen und damit die Captains Frachtquest abziehen. Oh, das sind Murlocs! Murlocs. Diese Hütten hier sind Murloc-Hütten. Ah, ist mega nice. Da rennen schon die ersten. Ach, ist das schön. Ich muss näher ran. Da schwimmen die ersten schon. Du kommst hier nicht weg. Ach ja, die guten Murlocs, was die für coole Geräusche machen, das ist einfach echt awesome. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo kriegen wir denn hier. Ach, da ist zum Beispiel so ein Frachtding. Oh, die haben auch Fracht dabei. Das ist relativ gut zu wissen, weil dann werden wir die nämlich noch töten. Also ich hätte jetzt eher mich so umgeguckt, ob hier irgendwo das Loot halt rumliegt. Aber wenn die Fracht dabei haben, dann können wir die natürlich gleich mitnehmen. Ich brauche ein Ziel. Ach ja. Ich finde es echt eigentlich relativ cool, dass die halt 1:1 wirklich die Geräusche von WoW in Hearthstone übernommen haben. Gerade die Murloc-Geräusche sind halt echt cool. Ja, genau dieses. So, ihr werdet alle sterben, ihr Murlocs. So, noch zwei. Das heißt, wir haben die Frachtquest jetzt auch fertig. Können hier nach hinten laufen wieder.
Müssen noch zwei Waffenkisten looten und dann gibt das hier ganz schön viel XP. Nein, wir haben noch einen gepult. Weg mit dir, Junge. So. Noch ein bisschen was mitnehmen, was wir halt dann nachher verkaufen können. Warte mal, Inventory war Steuerung B. 40 Silber haben wir schon. Wir haben fast schon unser erstes Gold verdient. Naja, fast schon die Hälfte unseres ersten Goldes verdient. Aber das ist schon fast auf Rang 10. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, hier ist noch so ein Monk. Ach komm, was soll's. Ich verklopf dich, Junge, mit meinem Stock. Zack. Und tot. Ah, eine neue Hose. Schauen wir. C ist Character. Was hat denn unsere Hose? Unsere Hose hat nur 3. Das heißt, wir haben jetzt eine schicke neue Hose hier gekriegt, die man eh nicht sieht. Und ja, weiter geht's. Haben wieder was zum Verkaufen. Die können wir verkaufen, die können wir verkaufen. Das sind also schon mal knapp ein Silber wieder. Wo ist denn da ist noch? Ich überlege gerade, ob wir eher jetzt in die Richtung hier laufen sollen oder halt wieder links rum. Ich glaube, das schenkt sich eigentlich relativ wenig. Ich glaube, wir laufen jetzt mal hier oben rum. Hier oben ist halt auch, da ist zum Beispiel die letzte Waffenkiste der Sindorei oder wie sie auch immer heißen. Und damit können wir die Quests abgeben, nachdem wir hier uns den Weg freigeschnetzelt haben wieder. Zack. Wieder ein bisschen Käse. Und wir verderben hier die ganze Zeit. Kann man Verderbnis stacken? Ne, man kann sie nur wieder reaktivieren. Schade eigentlich. Wäre ganz lustig, wenn man Verderbnis stacken könnte. Also, dass man hier auf einen 5-mal Verderbnis draufhaut und der halt dann anstatt nur 81 in 18 Sekunden halt einfach mal dann 5-mal 81 kriegt. Das wäre schon ganz cool, muss ich sagen. Aber ich glaube, das wäre dann auch ein bisschen zu OP wieder. Nur minimal zu OP. Hallo Freunde, ich habe hier Sachen für euch. So. Genau so sehe ich es auch. Wir hätten gerne das Schwert und beenden unsere Quest. Was haben wir denn hier? Bringt den Kopf, bla 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 bla. Okay, machen wir gerne. Nennt euer Anliegen. Ja, ich habe hier Quest beendet für euch. Boah, 700 EP. Wir müssen jetzt noch den Kopf von jemandem hier, den Aldarons Kopf hier mal kurz abliefern. Der wird hier drin sein, hier in diesem... Wahrscheinlich ganz oben, so wie immer eigentlich. Wie können wir denn da hoch? Okay, wir müssen also rein. Da müssen wir einmal komplett hier hochlaufen und ganz oben höchstwahrscheinlich den Boss töten. So. Ankerplatz. Oh, ich freue mich schon tierisch. Wenn wir das schaffen, in dieser Folge auf Level 10 zu kommen, wäre das natürlich richtig awesome. Dann können wir nämlich richtig schön schon mal skillen. Das war schon ganz cool, muss ich sagen. Das war schon ganz cool. Jetzt will ich mal noch was probieren. Und zwar werde ich jetzt einfach wie ein Wilder. Moment mal schnell. Ja, so. Na, das ist egal, aber schwarz steht besser. So, wir werden jetzt wie ein Wilder hier durchrennen. Alle pullen. Und einfach mal gucken, ob wir das packen. Einfach mal ein bisschen spannender machen hier. Okay, es sind jetzt 3 Leute. Es ist jetzt nicht gerade die Welt, aber... Wir kriegen schon ein bisschen Damage auf jeden Fall. Boah, da haben wir noch mehr gepult. So, nicht mein Freund. Ich vergesse immer, dass ich Tab drücken kann zum Anvisieren. So, hier auf jeden Fall gut gelootet erstmal. Du wirst auch sterben, mein Freund. Und da haben wir eine Kiste. Oh, erstmal eine Kiste aufmachen. Und es ist drin ein Fass. Schön. Einfacher Dolch. Handschuhe, Kettenhose und Ding. Warum ist... Alles klar. Level 36. Warum läuft eine Level 36er Blutelfe hier rum? Finde ich nicht cool, die klaut mir jetzt hier meine ganzen, die ganzen Minions, die ich hier töten muss.
Ja, ich habe ihn mit meinem Stock getötet. Stirb! Stirb! Bist du jetzt der... Immer noch nicht. Geht's hier noch weiter hoch, oder wie? Ja, es geht. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch weiter hoch geht. Oder ob wir den jetzt eigentlich schon mehr oder weniger verpasst. Es muss noch weiter hoch gehen, oder? Wir haben doch hier... Ja, da geht's noch weiter hoch. Pullen! Zum Angriff! So nicht, mein Freund! So, du stirbst und tappen und du stirbst. So. Auf jeden Fall mal hier gut gelootet. Jetzt mal gucken, ob wir hier eigentlich direkt runterspringen könnten. Ich glaube nämlich, dass das ein bisschen schief gehen würde. Ja, ich glaube, das würde wirklich hier schief gehen. Oh, oh, langsam, 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 langsam. Vielleicht hier. Hier sieht's gut aus. Hier guckt es relativ weit raus. Es dürfte reichen, komm. Let's try. Give it a try! Oh. Ja. Zurück zu dem Thema. Ich wollte euch natürlich nur mal zeigen, wie das ist, wenn man dann inzwischen tot ist. Wenn man tot ist, kommt man hierher, trifft die wunderschöne Frau Geisterheilerin hier. Ne, ich will mein Ding hier nicht holen. Und dann muss man zu seiner Leiche zurücklaufen, um wiederbelebt zu werden. Und die Leiche von uns liegt halt jetzt hier unten. Das heißt, wir dürfen jetzt erstmal ein Stückchen laufen. Man wird immer eigentlich am nächsten Friedhof wiederbelebt, also zu dem man halt gestorben ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Nähe hier jetzt keinen neuen Friedhof gab oder sowas, oder warum wir jetzt hier wieder rausgekommen sind. Aber so ist es halt leider. Es ist, ja, man hätte sich jetzt dort auch theoretisch direkt wiederbeleben können, aber dann hat man halt Wiederbelebungsnachwirkungen und alles mögliche halt. Das ist halt dann doch immer ein bisschen doof. Deswegen haben wir das jetzt lieber so gemacht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir den Sprung schaffen. Es sah relativ gut aus, muss ich sagen. Es sah wirklich relativ gut aus. Aber wir sind dann wohl mit dem großen C irgendwie falsch aufgekommen. Und dann halt daran gestorben. Wie ihr seht, läuft man auch hier als Geist ein bisschen schneller. Ich weiß gar nicht, wie viel schneller man hier läuft. So, jetzt sind wir auch wiederbelebt. Haben wir keine Wiederbelebungsnachwirkungen? Nö, anscheinend nicht. Wir haben auch keinen Leerwandler gerade, der für uns Aggro ziehen könnte. Das ist gerade gar nicht so cool, weil der nämlich, den wir in dem Würde auch jetzt pullen. Jetzt werden wir mal kurz hier S drücken, uns kurz voll heilen mit so einem Steinchen hier. Und den hier auch töten. Und jetzt beschwören wir mal schnell noch unseren Leerwandler. Und dann geht's weiter, liebe Freunde. Tada! Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von mir? Also ich hätte gerne Cheeseburger mit Double Pommes und was könntest du mir denn noch bringen? Irgendwie irgendwas Cooles noch. Was zum Spielen? Happy Meal vielleicht. Oder ein Kids-Menü oder wie auch das immer heißt. Wir wollen ja hier nicht Werbung für eine einzelne Firma machen, sondern wenn dann für alle. Werbung für alle, liebe Freunde. Werbung für alle. So, da ist der Kopf, den du wolltest. Quest beenden. Wieder 700 EP, das ist natürlich echt stabil, hä? Gucken. Jetzt laufen wir hier rüber. Verkaufen alles. Können wir denn... Ah, ich will eigentlich hier runter, aber... Nee. Wir sollten erstmal nach Silbermond irgendwie, aber... Ah, ich weiß auch nicht. Wir laufen jetzt erstmal kurz hier rüber, einfach um das ganze Zeug auch noch zu verticken. Wir haben ja inzwischen relativ viel vorbei. Wir haben nur noch drei Plätze Platz. Drei Plätze Platz. Dem Shit. Ja, so, komm. Falsche Richtung erstmal. Das ist gut. Die wollen wir nicht. Wir könnten theoretisch einen Dolch tragen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den Dolch überhaupt tragen will. Wir haben hier auch so ein paar Schwerter dabei. Aber da wir eigentlich eh nur auf Fernkampf gehen, ist es eigentlich relativ vain, dass wir überhaupt eine Waffe tragen. Eigentlich wäre es halt am besten eine Waffe mit Int. Aber da wir eigentlich gerade keine Waffe mit Int haben, die hat kein Int, die hat kein Int. Nö, es lohnt sich überhaupt nicht, jetzt hier irgendwas zu machen hier.
Ja, so, jetzt gehen wir erstmal Salon. Bei der guten Tante hier müssen vielleicht unsere Rüstung auch ein bisschen reparieren. Weltweise. Den müssen wir immer noch nicht, okay. Weg, 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 weg. Malachit behalten wir mal. Rütütü, Käse weg, 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 weg. Weg. So, und weiter geht's. Für alles bereit. Ja, ich bin immer für alles bereit. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Geben die Quest ab. Ehre den Sindorai. Ja, denen auch viel Ehre. Und meldet euch bei Leutnant Dämmerflucht bei den Zufluchten der Weltenwanderer im Immersangwald. Jawohl. Für den Sonnen. Mal gucken, wo das ist. Das wäre dann auch hier hinten. Ich glaube, wir werden jetzt... Ne, wir gehen jetzt erstmal noch runter, oder? Hier mal nach links und dann einmal hier nach... Ah, komm, wir gehen da jetzt noch runter. Mensch und Dungeon, wir sind ja eh gerade schon hier auf dem Weg. Wenn wir hier schon unterwegs sind, dann können wir auch gleich die Quest machen. Wir klicken jetzt einfach mal hier drauf, dass unser Questpfeil hier oben den zengenden Hain anzeigt. Ich habe die Post immer noch nicht aufgemacht. Ach Kätzchen, warum denn? Wir haben jetzt, wenn ich die Folge pünktlich beenden würde, haben wir noch 4 Minuten Zeit, um jetzt hier auf Level 10 aufzusteigen. Ich glaube, es wäre schon sehr, sehr gut möglich, aber vielleicht können wir da auch jetzt einfach so ein bisschen Special draus machen, dann die Hälfte haben wir ja dann schon so gut wie geschafft, eigentlich mehr oder weniger. Obwohl man natürlich immer mehr XP braucht, um ein Level aufzusteigen. Man sieht ja, jetzt brauchen wir gerade 6.500 XP, um auf Level 10 zu kommen. Und ja, ich hoffe, dass wir das bald geschafft haben. So, hier noch ein paar Bachtatzenpirscher. Überlege ich mir gerade, ob ich die töten soll. Aber ich glaube, wenn wir sie nicht pullen, was wir aber jetzt noch gemacht haben, will ich natürlich keine unnötigen Tierchen hier töten. Wow, der fällt aber schnell um, die kleine Bachtatze. Goldblattpass. Nice. Dann ist auch schon die Quest vor dem versenkten Hain direkt. Und im versenkten Hain gibt es, glaube ich, ein paar lustige Quests. Ich glaube, damals hat man auch wirklich den Lehrwandler im versenkten Hain erst gekriegt. Da gab es eine Quest, da war in einem Häuschen, war der Lehrwandler drin, den musste man töten. Da musste man irgendwie dem seinen Seelenstein, glaube ich, rauben oder sowas. Und ja, irgendwie so um den Dreh rum war das irgendwie. Hier, 210 EP und tötet 10 siechende Waldbehüter beim versenkten Hain und meldet euch, blablabla. Das ist nice. Mit dieser Quest könnten wir wohl das hier alles schaffen noch. Level 9 sind die. Das ist also ganz okay. Das ist eigentlich gerade so unser Level. Passt also, wo wir uns hier gerade umtreiben. Oh, die nehmen jetzt auch ganz schön gut Schaden. Also drei Shadow Balls. Muss man da schon fast reinhauen. So, und du kriegst einen Shadow Bolt und ein Shadow Bolt. Und dann natürlich dich noch ein bisschen ärgern hier. Das so, oh, der greift mich nicht an, oder? Ne, der greift mich nicht an, Gott sei Dank. So, das ist Nummer 3. Wieder 18 Kupfer. Ich frage mich immer, wie das kommt, dass hier so Viecher wie jetzt zum Beispiel die hier einfach so Kupfer und Zeug dabei haben. Ich bin außer Reichweite. Ja, ist gut, dass du außer Reichweite bist, aber es wäre schön, wenn du trotzdem schießen würdest. Dankeschön. So, und so, und Nummer 3 und tot. Das war also der 4. Dann machen wir hier den 5. Und den 6. kommt dann ja auch gleich. Sollen wir looten? Ja, wir looten einfach mal. Komm, hier, zack. 15. Auf den hauen wir jetzt einfach nur eines Verderbnis drauf. Laufen ein bisschen weiter. Unser Lehrwandler pullt den hier schön. Dann machen wir hier noch eine Verderbnis drauf. Hauen dann ihm die Shadow Balls um die Ohren. Dann können wir nämlich 2 auf einmal machen. Ach gut, dann geht hier jetzt der Lehrwandler wieder drauf. Zack. Geh mal wieder drauf, Lehrwandler. Dann machen wir hier so lang auch. Zack. Ich kann das noch nicht wirken.
Level up, Stufe 10. Wup, 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 wup. Nice. Und das alles noch vor der 20. Minute, genau. Und wir werden jetzt hier in dieser Folge noch hier reingucken in die Spezialisierung / Talente, wie es hier steht. Und zack, okay. Wie ist das Ganze aufgebaut jetzt inzwischen? Es ist immer noch in die 3 aufgebaut in Gebrechen, Dämonologie und Zerstörung. Oh, Chaosblitz war natürlich richtig sick damals. Kann man den jetzt direkt erlernen oder was? Also, wie ihr seht, da ist es genauso aufgebaut wie damals eigentlich. Jetzt werden wir aber mal... Ja, ist gut, dass ich weiß, dass ich keins ausgewählt habe, aber ich will mich hier erstmal kurz in ein sicheres Gebiet bringen, dass wir uns das in Ruhe mal anschauen können. Ah, guck mal, jetzt kriegen wir hier oben auch ein bisschen das von den Dingern gezeigt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, liebe Freunde, wir werden das jetzt so machen. Ich werde jetzt hierzu... Ihr werdet jetzt halt sehen, wir klicken das jetzt nochmal ganz kurz durch, aber ich werde hierzu, zu diesem Skilltree, werde ich jetzt noch nichts sagen und auch noch nicht skillen, weil wir das nämlich in der nächsten Folge dann tun werden. So, wir stellen uns jetzt hier mal rein, gucken uns das Ganze nochmal an. Also wir können hier 3 Stück machen, entweder hier Gebrechen, also hier primär werde Intelligenz, meistens Meister der Schattenmagien, die Energien erziehen und ihre Gegner mit anhaltenden Zaubern besiegen, Schattendämologie, Dämonologie, Meister teuflischer Magie, die sich selbst in Dämonen verwandelt und Pakt mit dämonischen Mächten schließen. Dadurch kriegt man halt Metamorphose. Das ist gerade das, was halt Illidan damals konnte. Sich in einen fetten Dämon verwandeln und halt alles töten. Wildwichtel, Soulfire, Schattenblitz kennen wir. Oder halt der Destrolog. Der Destrolog, ja, da kommt wieder diese komische Level OP und so. Meister des Chaos, die Feuer herabregnen lassen, um ihre Feinde zu verbrennen und zu vernichten. Ich glaube nämlich, das wird nämlich das, was wir machen werden. Aber bevor ich euch da jetzt großartig was erzähle, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was Schönes in die Kommentare, vergesst natürlich nicht zu abonnieren und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.